Hallo Leute, hier ist Christoph Bausig von Progressive Golf. Einfach besser Golf spielen und haben wir gedacht, ich mache eine Live-Session wieder mal. Und zwar heute zu dem Thema Early Extension, die gefürchtete Early Extension. Was ist sie genau? Warum kann sie auch gut sein? Und vor allem die brennende Frage, wie werde ich sie wieder los? Also, wenn wir von Early Extension sprechen, das ist eigentlich ein Ausdruck, der kommt eigentlich, ich kenne eigentlich nur von TPI, vom Titleist Performance Institute. Und wenn man von Early Extension spricht, spricht man eigentlich dann von zwei Sachen. Entweder, dass wenn man hier hinten sich eine Wand vorstellt, dass im Abschwung hier das Becken in diese Richtung geht, im Abschwung, das heißt, dass man sich dadurch aufrichtet. Oder der zweite, was man auch von Early Extension spricht, ist, dass nicht das Becken nach vorne geht, sondern dass der Oberkörper beginnt zurückzugehen, ohne dass das Becken wahnsinnig dabei nach vorne gehen muss. Also zwei Arten von Extension, Becken entweder nach vorne oder Oberkörperretour. Das ist Early Extension. Ja? Also ich kann es auch behaupten, nachdem ich mit den 3D-Messungen das ja sehr genau messen kann, kann ich glaube ich sagen, dass wirklich, ich würde sagen, 90% aller Amateure, die ich bis jetzt gemessen habe, das haben. Und wahrscheinlich auch sicher 50 bis 60% aller Pros, die ich bis jetzt gemessen habe, das auch haben. Also es ist ein sehr beliebtes Muster. Und man kann es jetzt negativ oder positiv sehen. Aber auf alle Fälle ist es sehr, sehr häufig. Ja? Und ich möchte euch jetzt einfach erklären, warum es nicht zwingend schlecht sein muss. Also die drei guten Sachen, die es hat. Einerseits kann es extrem viel Kraft erzeugen für euren Golfschwung. Nummer zwei, kann es euch helfen, euren Schwung abzuflachen, euren Schwung flacher zu machen. Und die dritte ist, es hilft auch, die Schlagfläche wieder gerade zum Ball zu bringen. Ja? Das sind die drei guten Sachen. Gut. Warum ist es gut für Power? Ihr müsst euch das so vorstellen, was ist eine der kräftigsten Bewegungen, die es gibt? Das ist der sogenannte Vertical Jump, wo ich hinaufspringe. Das heißt, wenn ich jetzt praktisch hinaufspringe, bitte lacht's nicht, dann fange ich an, mich zu strecken und es kommt sehr viel Kraft vom Unterkörper rauf. Ja? Dasselbe, wenn ich so einen Deadlift mache, also mit Kettlebells oder mit einer Gewichtsstange, dann mache ich auch das hier. Also das ist im Prinzip die Bewegung, die erzeugt sehr viel Kraft per se. Das heißt, es ist sehr viel Kraft aus dem Unterkörper dabei, wenn man es macht. Also eine Extension, eine Streckung ist jetzt sicherlich nichts Negatives. Ja? Okay, was hat das mit der flacheren Schwungbahn zu tun? Also wenn Sie jemand seid, der eher wieder von hier außen bringt und steil wegcastet, so zum Beispiel, da kann es natürlich helfen, wenn ich dann gleichzeitig das Becken nach vorne bewege. Dann kann man dann dadurch die Schwungbahn wieder ein bisschen ausgleichen. Oder wenn man jemand ist, der überhaupt Probleme hat, dass er ein bisschen den Schläger flacher hinkriegt, ist das ein sehr beliebter Weg, wie man die Schwungbahn wieder flacher bekommt und leichter von innen zum Ball kommt. Das Gute dabei ist natürlich, ich schlage damit keinen Slice. Das Schlechte dabei ist natürlich, ich habe dann hier keinen Platz, schlage eventuell zu früh im Boden auf oder kommt sogar vielleicht hier wieder ans böse Socket. Das heißt, kann Fluch und Segen sein. Wenn es gut getimt ist, dann okay. Wenn es schlecht getimt ist und die Abstände nicht stimmen, dann passt das nicht zwingend. Okay. Und das Dritte ist, warum es gut sein kann, ist, ihr müsst euch vorstellen, wenn ich jetzt die Kraft des Schlägers, den Schläger hier bewege und ich strecke mich jetzt hier zum Beispiel zurück, jetzt hilft es mir, dass ich den Schläger wieder auf normal bekomme. Das heißt, es hilft mir, die Schlagfläche wieder gerade zu halten. Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht die Streckung so viel mache, geht der Schlägerkopf einfach gerade weiter, ganz gerne, und bleibt offen hier. Das muss ich mir hier so vorstellen, bleibt dann offen, und wenn ich dann hier zurückgehe und aufstehe, hilft es mir, die Schlagfläche auszugleichen. Das heißt, es gibt viele Golfer, die dieses
Prinzip verwenden, um eben den Ball gerade zu schlagen und um einen kleinen Draw zu schlagen zum Beispiel. Und jetzt muss man wahnsinnig aufpassen, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt möchte ich das zum Beispiel ändern, dann ist es sehr wichtig, dass man erstens erkennt, warum hat man Early Extension, also nicht nur, dass ich es habe, sondern warum mache ich das? Ist das bei mir ein Grund, warum ich die Schlagfläche schwerer haben will? Mache ich das, damit ich meine Out-In-Bewegung dadurch korrigiere, oder mache ich es tatsächlich, um mehr Kraft zu erzeugen? Ja, ich weiß zum Beispiel von mir, ich habe seit vielen Jahren nicht das Krafttraining und nicht den Sport gemacht, den ich machen sollte, aber ich schlage trotzdem den Ball noch relativ weit und ich erlaube es mir leider, das Early Extension zu haben, ja, in meinem Treiberschwung. Und das mache ich hauptsächlich deswegen, weil wenn ich es nicht machen würde, wäre es sehr schwach. So, jetzt gehen wir mal von dem Fall aus, jetzt wird man zum Beispiel die Early Extension loswerden. Alle jene, die lernen quasi jetzt, also hier im Abschwung, den Oberkörper wieder hier mehr nach gebeugt zu haben oder das Gefühl zu haben, die linke Schulter ist tiefer hier im Abschwung hier. So, die haben das Gefühl dann meistens, dass sie sehr, sehr schwach sind. Wenn sie im ersten Moment das Gefühl haben, sie sind wahnsinnig schwach und können eigentlich nicht den Speed erzeugen, den sie eventuell früher erzeugen konnten. Das heißt, man muss dann erst wieder lernen, die Rotationsmuskeln, den Core und das alles hier wieder zu verwenden, als Rotation zu verwenden, damit man quasi wieder die Kraft bekommt. Und viele sind dafür nicht geeignet oder nicht gebaut. Ich zum Beispiel. Okay, das ist die eine Sache. So, die zweite Sache ist, wenn ich den Early Extension für einen Square Move, als Square Move verwende, also damit der Schläger wieder gerade wird, und ich nehme jetzt quasi die Early Extension jetzt die Early Extension raus, ja, dann heißt es ja auch, dass mein Schlägerblatt immer sehr gerne offen ankommt zum Ball. Jetzt, daher muss ich es lernen, irgendwie, dass der Schläger im Abschwung früher schließt, okay? Ob das jetzt über einen stärkeren Griff ist oder über eine Bewegung, dass das Handgelenk herunterdreht, das ist halt die Frage. Aber das Problem an der Sache ist, dass die meisten Early Extender und gerade die besten Spieler, die jetzt hier zuschauen, eher das Problem haben, dass sie eher, wenn sie Early Extender sind, eher eine starke Linkskurve haben, einen Hook. Wenn ihr eh schon Angst habt vor einem Hook, und ich sage euch dann, oder ihr bekommt die Information, ihr müsst dann hier rund den Schläger früher schließen, ja, dann werdet ihr natürlich noch mehr Angst haben. Nur wenn ihr den Schläger schließt, ja, hier früher geschlossen habt, hier, seht ihr das? Das ist früher geschlossen. Und ich drehe jetzt, dann kommt der Schläger hier, ich mache das hier, das wieder gerade an. Und auch ist der Schaft weiter nach vorne geneigt. Ich bin mehr gedreht, mehr gesidebeugt und komme hier wesentlich gerade an. Aber wehe dir, ich mache Early Extension, dann seht ihr, geht der Schläger wieder zu. Also Early Extension macht den Schläger zu. Das heißt, wenn ihr das macht, ja, dann müsst ihr auch wirklich schon das keine habt. Ja. Das heißt, noch einmal, wenn ihr Early Extension habt und der Schläger ist offen und ihr versucht es loszuwerden, wird es meistens rechts wegschießen, dann müsst ihr lernen, den Schläger auch früher zu schließen. Aber da macht ihr auch keine. Sonst setzt es zu. Das nächste Problem ist, wenn ich Early Extension ändere, dann passiert auch Folgendes natürlich, dass der Abstand zum Ball jetzt hier auf einmal jetzt hier näher ist. Bei Early Extension bin ich jetzt weiter weg hier, seht ihr das? So, wenn ich Early Extension habe und ich bin jetzt weiter weg, dann ist der Schaft in der Regel auch nicht sehr weit nach vorne geneigt, beziehungsweise ist es sehr schwer, aus einer komplett gesteckten Position den Schaft nach vorne zu neigen. Wenn ich jetzt aber nach vorne komme jetzt hier und dann muss ich jetzt hier, man sieht den Boden leider nicht, aber dann muss ich hier auf alle Fälle den Schaft mehr nach vorne geben, damit sich das ausgeht, weil sonst hau ich ja vor den Boden rein. Das heißt, früher hätte ich das dann gemacht mit der Streckung, dass ich rauskomme. Das heißt, in dem Fall muss ich dann irgendwelche anderen, wie sagt man im Amerikanischen, Shadowing Moves lernen, also Abflachbewegungen lernen, damit ich nicht mich verletze. Ich muss dann eben versuchen, dass ich einen anderen Weg finde, wie sich das ausgeht. Das heißt, wenn ich jetzt hier mehr länger unten bin, muss jetzt natürlich dann gedrehter sein, die linke Schulter muss mehr zurück, ein bisschen aufstehen, ob man dann eh Richtung treffen wird sowieso. Ich muss lernen, die Hände weiter vorn zu haben und ich muss lernen, auch mehr Seitbeugung nach rechts zu haben. Das heißt, alleine zu sagen, ich gebe jetzt den
Kennst du die Übung da mit dem Sessel da hinten, wo man den Sessel hinten hingibt und man schaut, dass einfach die Pobacke am Sessel bleibt und am Sessel bleibt? Das ist meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig. Ihr müsst ein bisschen das Komplexer sehen. Apropos Sesseldrill. Den größten Fehler, den ich sehe, ist, dass wenn jemand den Sessel hier hinten, hier, und da gibt es eine Übung hier, wo man hier sagt, man gibt einen Sessel ran und dann schaut man, dass man hier bleibt und im Durchschwung dran bleibt. Wenn man zum Beispiel dann im Aufschwung weggeht, spürt man das, und wenn man hier versucht, im Durchschwung den Sessel wegzustoßen, so wie jetzt da, ups, dann ist das richtig, heißt es. Da kann man herrlich viel falsch machen, und zwar, wenn ich versuche, hinten zu bleiben am Sessel, dann mache ich folgendes, und das habe ich auch schon oft gesehen, dass die Leute dann extensiv in ein Hohlkreuz gehen, damit sie dort bleiben. Und das Problem daran ist, dass das keine funktionierende, gute Mechanik ist für den Aufschwung, weil ihr eben genau das Gegenteil machen wollt. Ihr wollt das Schambein mehr zum Bauchnabel ziehen. Das Schambein mehr zum Bauchnabel ziehen bei Rückschwung. Das ergibt sich normalerweise durch die natürliche Verdrehung, dass ihr das hochzieht. Wenn ihr dabei im Hohlkreuz arbeitet, ist das nicht gut, weil ihr blockiert euch und ist auch nicht sehr gesund. Ich bin kein Arzt, aber ich glaube, es ist nicht gesund. Ja? Also, das heißt, die Idee wäre eigentlich, wenn ihr es schon macht zum Sessel, dass ihr versucht, gleichzeitig das Schambein zum Bauchnabel zu ziehen. Also das Schambein zum Bauchnabel ein bisschen, es muss nicht aggressiv sein, aber ein bisschen hinzuziehen und nicht einfach da durchsacken lassen ins Hohlkreuz. Das ist nicht optimal. Und weiters. Es ist okay, wenn ihr da gerade das Gefühl habt, okay, dass das Becken nach links, das Becken links retour geht, also nicht rechts vor, sondern links retour geht, dann ist man wieder hier, wenn die Hände parallel zum Boden sind, sind die Knie wieder in der Ausgangsstellung. Ist okay, dass man das Gefühl hat, aber dann, wenn ihr geschlagen habt, ist es wichtig, dass ihr wieder vom Sessel wegkommt. Also in dem Moment, wo ihr getroffen habt, wollt ihr wieder vom Sessel wegkommen. Warum? Weil sonst bleibt ihr zu lange in Flexion und es ist ungesund, das ist nicht gut für euren Körper. Und wir haben jetzt letzte Woche bei dem Mike Adams Seminar, das die Firma Smart to Move organisiert hat, über das gesprochen, über das zu lange in Flexion bleiben, dass man zu lange unten bleibt und hinten bleibt. Da gibt es dann auf die Bodendruckplatten diesen sogenannten Double Peak, wo man dann wo quasi man zweimal auf den Boden draufdrückt, mehr oder weniger. Und das ist einfach ein Zeichen dafür, dass jemand den Boden nicht optimal nützt und sich im Körper eigentlich verletzt. Das heißt, bitte nicht dauernd im Finish hier am Sessel hier hinten dranbleiben. Es ist nicht gut. Gut, dann erzähle ich vielleicht nochmal was, wie man Air Extension zum Beispiel bekämpfen kann. Vorausgesetzt, eure Schlagfläche ist früh genug geschlossen. Einer der häufigsten Fehler, die ich sehe, ist, dass Golfer, wenn sie aufgeschwungen haben, da ist ja die linke Schulter tiefer, du meint es links Seitbeugung, und erinnert euch, man ist nicht im Hohlkreuz dabei, dass die da auf einmal beginnen, zu früh gleich im Übergang die rechte Schulter runter zu bewegen und das Gewicht Richtung Zehenspitze bekommen. Und natürlich, wenn ich auf Zehenspitze komme, muss ich in die Retour gehen. Das heißt, ich möchte versuchen, wenn ich hier den Aufschwung starte, dass ich vielleicht mit der linken Schulter gefühlt noch einmal kurz tiefer werde. Ist nur ganz kurz, dadurch viel leichter, dass ich wieder daherkomme. Wenn das jetzt so ausschaut wie im Setup, das tut es im Prinzip, wenn der Arm linker Arm parallel ist, dann habe ich schon gewonnen, weil jetzt kann ich hergehen und kann rotieren und springen. Okay, und dann bleibe ich nicht mehr hinten an der imaginären Wand oder am Sessel. Danke, dass ihr das angesehen habt. Es freut mich immer natürlich sehr, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr es eventuell auch teilt. Ich freue mich auf weitere Kommentare auch im Nachhinein. Ich beantworte auch gerne Sachen auch im Nachhinein. Ich werde das hier online stellen und als Aufzeichnung laufen lassen. Okay, danke euch fürs Zusehen und bis bald. Ciao, ciao.